Kinder. Das ist mein Picknickfreund. Komm mal her. Du bist ja ganz nass. Du bist ja ganz nass. Oh, du bist ja ganz nass. Hallo, hier ist Kathi von West Wing. Ihr Lieben, was gibt Schöneres als ein Picknick unter freiem Himmel? Ja, es ist Picknickzeit, das heißt, packt euren Picknickkorb, wetzt euer Gemüsemesser, schnippelt Salat, backt Kuchen, packt eure Liebsten ein und ab in die Natur. Und die 5 wichtigsten Picknicktipps für ein wunderschönes und vor allem stressfreies Picknick gibt's jetzt. Mein erster Tipp für euch, schreibt euch doch eine Packliste. Kennt ihr das auch? Ihr sitzt auf der Picknickdecke und kommt dann drauf, was ihr alles vergessen habt? Damit das nicht passiert, schreibt euch eine Packliste mit allen wichtigen Dingen, die ihr braucht. Teller, Besteck, Moskitoschutz, Spiele, Musik, gute Laune, was auch immer. Das muss alles auf die Packliste drauf. Oder was sind denn eure Klassiker, die unbedingt auf so eine Liste gehören? Schreibt sie uns in die Kommentare. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert auch den Kanal. Wir würden uns freuen, denn da bekommt ihr viele Tipps und Tricks und Interior-Inspirationen. Das A und O für ein erfolgreiches Picknick ist, dass der Picknickkorb richtig gepackt ist. Und damit sind wir auch schon bei Tipp Nummer 2. Schaut, dass euer Besteck, eure Teller und eure Becher sicher verstaut sind und damit sie heil am Ort des Geschehens ankommen. Die schweren Sachen packt ihr ganz unten, die leichten drauf und die Früchte, die dürfen ganz oben Platz finden. Die Flaschen, die liegen im Picknickkorb seitlich, damit nichts passieren kann. Und noch ein ganz besonderer Tipp, schaut, dass ihr euren Picknickkorb mit einem waschbaren Tuch auslegt, denn meistens läuft was aus, zumindest geht es mir immer so, und somit seid ihr definitiv auf der sicheren Seite. Tipp Nummer 3 für alles, was frisch bleiben sollte, vergesst auf keinen Fall die Kühltasche, natürlich samt Kühlakkus. Und mein ganz besonderer Tipp für heiße Tage, gebt ins Wasser Minze, Ingwer, Zitronen, Orangen oder eisgekühlte Himbeeren rein. Das schmeckt herrlich und erfrischt bei jedem Picknick. Tipp Nummer 4, greift zu robusten Flaschen oder Dosen. Die sind fest zu verschließen und da bleibt alles, wo es bleiben soll. Aber Achtung beim Transport! Ist das nicht herrlich? Tipp Nummer 5, die perfekte Picknickdecke. Die sollte auf der Rückseite vor allem wasserabweisend sein, damit einfach keine Feuchtigkeit durchkommt. Alternativ könnt ihr viele kuschelige Decken wählen, tolle Kissen, die man einfach wild miteinander kombinieren kann. Und so macht ihr aus dem harten Waldboden eine tolle Outdoor-Lounge. Und für die romantische Stimmung zur späten Stunde, Kerzen, Binnenlichter. Je mehr, desto besser. Einfach, damit ihr noch mal ein ganz besonderes Flair reinbekommt. Und zum Schluss habe ich noch ein paar Ideen für euch. Sucht euch doch vor euer Picknick ein bestimmtes Motto aus, zum Beispiel ein romantisches Candlelight-Picknick zu zweit, ein lustiges Action-Picknick für die ganze Familie, ein Picknick im Boho-Stil, wie so hier bei uns, oder vielleicht ein herzhaftes Picknick. Zum Essen könnt ihr wirklich alles mitnehmen, was das Herz begehrt. Am besten natürlich Fingerfood, zum Beispiel auf Spießen, oder Gemüse und Obst, einfach so in kleinen Fingerportionen in Schüsseln serviert. Für den perfekten Picknickort müsst ihr gar nicht weit fahren. Den findet ihr eigentlich auf jeder Grünfläche in der Stadt. Oder mein ganz persönlicher Tipp, fahrt mal raus zum See, mietet euch ein Boot und cruist und schippert mit eurem Picknick dem Sonnenuntergang entgegen. Ja, ich hoffe, es war der eine oder andere Tipp für euch dabei. Wenn ihr selbst Ideen habt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr sie hier in die Kommentare schreibt. Ja, die Produkte hier, die bekommt ihr bei West Wing Now. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Picknicken und bis ganz bald. Tschüss! Du hast noch extra geschüttelt, Schiff. Vera hat extra.